Würdet ihr mich nach den in meinen Augen besten Komödien aller Zeiten fragen, dürfte der Film The Hangover von Regisseur Todd Phillips auf dieser Liste auf keinen Fall fehlen. Die Charaktere sind großartig, die Gags abwechslungsreich und der Film einfach unfassbar witzig. Entsprechend hoch waren auch meine Erwartungen an Phillips Stichtag, bei dem vor allem mit Zach Galifianakis sogar ein Schauspieler aus The Hangover mit dabei ist. An seiner Seite kein geringerer als Robert Downey Jr., der aktuell mit Blockbustern wie Iron Man oder Sherlock Holmes auf sich aufmerksam macht. Um eines ganz schnell aus dem Weg zu bringen, Stichtag ist kein Hangover 2, dafür gibt's ja mittlerweile schon ein echtes Hangover 2. Aber sowohl von der Gagdichte her, als auch von der Intensität der oftmals recht derben Gags, kommt der Film an The Hangover einfach nicht heran. Allerdings, wer von Anfang an erwartet, bei diesem Film ein zweites Hangover zu sehen, der ist ja sowieso für die Enttäuschung schon förmlich vorprogrammiert. Etwas derartiges zu erwarten hat bis jetzt eigentlich fast noch nie funktioniert. Wer Stichtag allerdings als isolierte Komödie mit zwei großartigen Hauptdarstellern sieht, der kann sich wirklich auf etwas gefasst machen. Galifianakis und Downey Jr. sind in dem Film anderserer geht's gar nicht. Und die beiden passen derartig überhaupt nicht zusammen von der Persönlichkeit ihrer Charaktere im Film her zu sagen, dass die Chemie im Endeffekt einfach stimmt. Und man merkt, die beiden hatten beim Dreh Spaß, hatten am Set Spaß. Und wie man auch in den Outtakes erkennen kann, wurde sicherlich ein Teil der Dialoge im Film improvisiert. Und dadurch, wie gut es trotzdem funktioniert, merkt man einfach, hier war ein Team dahinter, die den Film nicht nur aus Geldgründen gemacht haben, sondern auch, weil sie ihren Spaß an der Sache hatten. Und das ist meiner Meinung nach bei Komödien immer wieder wichtig, weil gerade das in die Dialoge, in die Charaktere eine gewisse Dynamik hineinbringt, die ein steifes Herunterkurbeln eines noch so guten Skripts teilweise auch nicht fertigbringen würde. Die Erzählung der Geschichte, ich meine, im Prinzip, wenn man den Film jetzt mit etwas vergleichen müsste, dann wäre es wohl ein seltsames Paar, weil auch hier unterschiedliche Charaktere miteinander auskommen müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erfüllen. In dem Sinne einfach einen Roadtrip, und zwar einen wahnsinnig langen Roadtrip. Seltsame Paar hat die Geschichte ja ebenfalls bereits erzählt, gemeinsam durch halb Amerika reisen zu müssen, um eben zu einem gewissen Event zu gelangen. Hier ist die Geschichte so, dass Robert Downey Jr. die Geburt seines Sohnes erleben möchte und durch das Zusammentreffen mit Zach Galifianakis auf einer No-Fly-List landet und deswegen, nachdem er auch seine Brieftasche nicht mehr hat, gemeinsam mit ihm durch halb Amerika reisen muss, um dann doch noch bei der Geburt dabei zu sein. Man kann sich vorstellen, unterwegs gibt es eine Menge Unterschiede zwischen den beiden Charakteren, gibt es eine Menge Potenzial für witzige Szenen, für Auseinandersetzungen und auch zum Beispiel die Szene, wo sie das Geld bekommen wollen mit dem dann doch unerwartet fiesen Kassier auf der anderen Seite, ist einfach witzig, aber es gibt für mich ein Problem mit dem Film und eine Szene, mit der ich überhaupt nicht klarkomme, und das ist alles, was mit Mexiko zu tun hat. Wer nichts über den Film wissen will, der kann dann jetzt gleich stoppen, beziehungsweise eine Minute vorspulen. Für alle anderen, ihr schaut eine Komödie. Ihr wisst, wie das Ganze ausgeht, von daher ist der Spoiler an sich meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Auf jeden Fall, zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte landen die beiden in Mexiko und Robert Downey Jr. wird eingesperrt. Was macht Zach Galifianakis? Er holt sich ein Auto, fährt nach Mexiko, befreit ihn und die beiden flüchten einfach über die Grenze. Codewort in dem Fall einfach. Viel zu einfach. Dann fahren sie mit einem Auto der mexikanischen Polizei durch halb Amerika, teilweise mit eingeschaltetem Blaulicht, werden nie aufgehalten und während dieser Rückreise wird Robert Downey Jr. versehentlich angeschossen, das brauche ich nicht spoilern, weil das ist im Trailer sogar zu sehen,
Und wird dann ins Krankenhaus eingeliefert. Und wer schon mal amerikanische Krimiserien gesehen hat, weiß, eine Schusswunde muss dort gemeldet werden. Warum das nicht passiert in dem Film, ist die nächste Frage. Also alles, was mit dem Thema Mexiko und der Flucht aus Mexiko zu tun hat, ist einfach. Es ist zwar eine witzige Szene, sie bringt zwar Abwechslung rein, aber man merkt eben genau, da wurde nur mehr drauf geschaut, wie können wir jetzt noch schnell möglichst viele Turbulenzen einbauen, um das Ganze dann sowieso abzuschließen. Das passt meiner Meinung nach nicht besonders zum ansonsten echt realistischen Erscheinungsbild des Filmes. Also wie sich die Geschichte weiterentwickelt, wie sich die Charaktere miteinander weiterentwickeln und aufeinander einstellen, ist in dem Film an sich relativ gut gelungen und ziemlich natürlich. Von einer totalen Aversion, die eigentlich nur von Robert Downey Jr. ausgeht, bis hin zu, eigentlich mögen wir uns schon ganz gern am Ende, wie es in diesen Filmen an sich üblich ist, wird hier aber relativ gut umgesetzt und von den beiden Schauspielern echt gut verkörpert. Im Endeffekt, ich meine, ich kann noch einen sehr schlechten Gag einbringen. Ich meine, man braucht sich nicht wundern, dass Stichtag eine lustige Komödie ist. Immerhin heißt der Unit Production Manager David Witz. Schlechter Witz endet. Insgesamt muss ich sagen, Stichtag hat mich nicht so sehr unterhalten wie The Hangover, ist aber trotzdem eine unterhaltsame, dynamische und spritzige Komödie, die man sich ohne Bedenken anschauen kann. Und sofern man sich nicht ein zweites Hangover erwartet, sollte man eigentlich bei diesem Film nicht enttäuscht werden.